Hallo, heute viele Grüße von Unterwasser. So. Ich hoffe, es ist nicht zu wild im Hintergrund. Oh, Entschuldigung. Passend maritimes Hemd zum Wässerchen an. Aber lesen. Endlich zeigte sich der Mond durch das angesammelte Gewölk und erhellte den Weg besser als die matten Laternen. In der Ferne flammte ein Feuerstoß auf. Vinicius beugte sich zu Chilon hinab und fragte, ob doch das Ostranium sei. Chilon, den die nächtliche Wanderung und die geisterähnlichen Erscheinungen ringsum offenbar einen mächtigen Eindruck machten, erwiderte unsicher, »Ich weiß nicht, Herr, ich war noch nie im Ostranium, doch hätten Sie Ihren Christen auch in der Nähe der Stadt preisen können.« Aber nach einer Weile fühlte er das Bedürfnis zu plaudern und sagte, »Sie versammeln sich wie Mörder, und doch ist es Ihnen nicht erlaubt zu töten. Der Lygier müsste mich denn schändlich belogen haben.« Die vorsichtige, geheimnisvolle Weise, mit der sich die Glaubensgenossen Lygias versammelten, um den Lehren des großen Apostels zu lauschen, setzte auch Vinicius in Staunen, so dass er bemerkte, wie alle Glaubenslehren hat auch das Christentum Anhänger unter uns. Die Christen aber sind eine jüdische Sekte. Warum versammeln sie sich hier, während die Juden in ihren Tempeln jenseits des Tiber am helligen Tage Opfer darbringen? Nein, Herr, die Juden sind ihre bittersten Feinde. Wie ich hörte, soll es vor der Regierung Neros fast zu einem Kampfe zwischen Juden und Christen gekommen sein, so dass sich der Kaiser Claudius veranlasst sah, alle Juden auszuweisen. Jetzt ist das Edikt wieder erloschen. Die Christen aber trauen den Juden und der übrigen Bevölkerung nicht, die sie zahlreicher Verbrechen beschuldigt. Eine Zeit lang setzten sie schweigend ihren Weg fort, dann aber sagte Chilon, dessen Angst mit der Entfernung vor den Stadttoren wuchs, ich habe mir vorsichtshalber beim Bartscher eine Perücke ausgeliehen und zwei Bohnen in die Nasenlöcher gestöckt. Aber auch wenn sie mich erkennen, tun sie mir nichts. Es sind keine bösen Menschen, diese Christen, die ich schätze und liebe. Lobe nur nicht immer so vorzeitig, sagte Vinicius. Sie betraten jetzt eine schmale Sandgrube, die auf zwei Seiten wie von Wellen eingeschlossen war, über die sich an einer Stelle der Aquädukt wölbte. Der Mond war inzwischen hinter den Wolken hervorgetreten und am Ende der Grube erblickte man eine Mauer von Efeu umrankt, die im Mondschein silbern schimmerte. Hier war das Ostranium. Des Vinicius Herz pochte. Beim Tore nahmen ihnen zwei Totengräber die Merkzeichen ab. Vinicius betrat mit seinen Begleitern einen ziemlich ausgedehnten, von allen Seiten mit Mauern umgebenen Raum. Hier und da standen Grabsteine. In der Mitte aber erblickte man das eigentliche Hypogeum, die Krypta, die in ihrem niederen Teil unter der Oberfläche lag, auf der sich Grabhügel befanden, vor dem Eingang der Krypta sprudelte ein Springbrunnen. Da in dem Hypogeum offenbar nur eine geringe Anzahl von Personen Platz finden konnte, dachte sich Vinicius sofort, der Apostel werde unter freiem Himmel im Vorhof sprechen, in dem sich schon eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Soweit das Auge reichte, sah man Laterne an Laterne flimmern. Aber es gab auch Leute, die ohne Licht gekommen waren. Nur wenige enthüllten das Haupt, die meisten blieben, sei es aus Furcht vor Verrätern, sei es der Kühle wegen, in ihre Kapuze gehüllt, und der junge Patrizier dachte voll Besorgnis, dass es ihm bei diesem Gedränge in dem schwachen Lichtschein kaum möglich sein werde, Lygia herauszufinden. Da wurden plötzlich vor der Krypta einige Pechfackeln angezündet, zu einem kleinen Stoß zusammengelegt. Es wurde heller. Die Menge begann zuerst leise, dann immer lauter eine seltsame Hymne zu singen, und dieser Gesang wirkte mächtig auf Vinicius ein. Er hatte noch niemals etwas Ähnliches gehört. Es lag darin der Ausdruck des Verlangens, nur mit ungleich größerer Bestimmtheit und Kraft, der ihn schon bei dem Gesange jener vereinzelten Person auf dem Wege zum Begräbnisplatz betroffen gemacht hatte.
Der Gesang wurde so tiefergreifend und großartig, als ob mit dem Volke der ganze Friedhof, die Hügel und Gräber, selbst die Luft vom gleichen Sehnen hingerissen wären. Es schien ein bestimmtes nächtliches, demütiges Gebet um Rettung in der Wanderschaft und Dunkelheit zu sein. Nachdem der Gesang verstummt war, trat eine solch erwartungsvolle Stille ein, dass Vinicius und seine Gefährten unwillkürlich nach den Sternen blickten, als ob sich dort etwas Ungewöhnliches ereignen werden müsse. Als ob wirklich jemand zu ihnen herabsteigen werde. In Kleinasien, Ägypten und selbst in Rom hatte Vinicius die verschiedensten Tempel gesehen. Er hatte sich schon mit den verschiedenartigsten Glaubensbekenntnissen vertraut gemacht. Er hatte schon den verschiedenartigsten Gesängen gelauscht. Noch niemals aber war ihm ein solcher Gesang zu Ohren gekommen. Noch niemals zuvor hatte er Menschen gesehen, die mit solcher Inbrunst zu ihrer Gottheit flehten, die nicht beteten, um die rituellen Gebräuche zu erfüllen, nein, die auf tiefstem Herzen beteten, gleich Kindern, die sich nach Vater und Mutter sehnen. Man hätte blind sein müssen, um nicht zu sehen, dass diese Schar ihren Gott nicht nur verehrte, sondern von ganzer Seele liebte. Nirgends, in keinem Erdteile, in keinem Tempel hatte Vinicius dergleichen bisher erlebt. Die Römer und Griechen, die noch ihren Göttern Ehre erwiesen, taten dies entweder nur in der Not oder aus Furcht, niemals aber aus Liebe zu ihnen. Jedoch, wie sehr Vinicius auch an Lygia dachte, so erregten die wunderbar außergewöhnlichen Vorgänge um ihn her doch seine Aufmerksamkeit. Man hatte nun einige Fackeln auf die anderen gelegt, deren rötliches Licht die Städte erhellte und den Laternenglanz verdunkelte. Gleichzeitig trat ein Greis aus dem Hypogeum. Er trug einen Kapuzenmantel, aber sein Haupt war unbedeckt. Er bestieg einen Stein, der vor den brennenden Fackeln lag. Unter der Menge entstand bei seinem Erscheinen eine Bewegung und Stimmen in der Nähe des Vinicius flüsterten: »Petrus, Petrus!« Einige knieten nieder, andere steckten die Hände nach ihm aus. Es entstand eine tiefe Stille. Man konnte das Herabfallen verkohlter Holzstückchen von den Fackeln hören, das Rollen der Räder auf den entfernten normannischen Straßen und das Rauschen des Windes in den wenigen Pinien, die um den Friedhof wuchsen. Chilon wandte sich zu Vinicius und flüsterte: »Das ist er, der erste Jünger Christi, ein Fischer.« Der Greis erhob die Hände und machte das Zeichen des Kreuzes über die Anwesenden, die vor ihm auf die Knie fielen. Vinicius und seine Begleiter taten dasselbe, um sich nicht zu verraten. Wie einfach und doch wie außergewöhnlich erschien ihm diese greisenhafte Gestalt, deren mächtige Wirkung wohl gerade aus der Einfachheit entsprang. Kein Lorbeerkranz zierte das Haupt des Apostels, kein Eichenkranz schmückte dessen Stirn, er trug weder einen Palmzweig in der Hand, noch eine goldene Tafel auf der Brust oder ein weißes, mit Sternen besticktes Gewand. Überhaupt keine Merkmale, durch die sich die morgenländischen, ägyptischen und griechischen Priester oder die römischen Flaminen auszuzeichnen pflegten. Der ganze Glaube spiegelte sich auf den Zügen dieses einfachen, alten, unermesslich ehrwürdigen Greises, der aus weiter Ferne gekommen war, um Zeugnis abzulegen für eine Lehre, deren Wahrheit ihn erfüllte, an die er glaubte, wie man an alles Bestehende glaubt. Vinicius aber, der bisher allein zweifelnd gegenüberstand, der sich mit aller Gewalt dem Zauber zu entziehen versuchte, den der alte Mann auf ihn ausgeübt hatte, harrte mit fast fieberhafter Spannung auf, was dieser Jünger des mysteriösen Christus verkünden werde, was das für eine Lehre sei, der Lygia und Pomponia Graecina anhingen. Inzwischen begann Petrus zu sprechen wie ein Vater, der seine Kinder ermahnt und ihnen Ratschläge erteilt. Er gebot ihnen, Luxus und Vergnügungen zu vermeiden, Armut und die Wahrheit zu lieben, auf Reinheit der Sitten zu achten, Unrecht und Verfolgung geduldig zu ertragen, der Obrigkeit zu gehorchen, sich nicht des Verrates, der Heuchelei und der Verleumdung schuldig zu machen und nicht nur den Brüdern und Schwestern, sondern auch den Heiden mit gutem Beispiel voranzugehen. Vinicius dünkte jetzt, der Mann verdamme durch das Gebot auf Reinheit der Sitten zu achten, seine Liebe zu Lygia und rege diese zum Widerstand gegen ihn an.
Er sagte sich ferner, wenn das junge Mädchen dieser Versammlung beiwohne und diese Lehre vernehme, sie ihn als einen Feind der heiligen Lehre betrachten müsse. Bei diesem Gedanken erfasste ihn neuer Zorn. Was habe ich denn Neues vernommen? Sagte er sich. Soll dies eine neue Lehre sein? Das weiß jeder, das hat schon jeder einmal gehört. Preisen denn die Zyniker nicht auch die Armut? Stellte Sokrates nicht die Tugend über alles? Rühmt nicht der Stoiker Seneca die Enthaltsamkeit, die Wahrheit, das geduldige Tragen von Misshelligkeiten, die Standhaftigkeit im Unglück? Gleicht nicht all dies Gerede verdorbenen Getreide, das wohl als gutes Mäusefutter gelten kann, das aber die Menschen verschmähen? Der junge Krieger hatte geglaubt, einem neuen, unfassbaren Geheimnis auf die Spur zu kommen, einen großen Redner zu hören, allein wie einfach, wie schmucklos sprach der Apostel. So viel zum Thema missverstandene Erwartungen.